Hier ist Stefan von Die Eventfotografen. Und wir haben Anfang November und ich hatte mir gedacht, vielleicht könnte ich mal wieder ein längeres GIMP-Tutorial erstellen, beziehungsweise mehrere Teile an Tutorials zu GIMP erstellen. Und zwar GIMP ist ja, eine Bildbearbeitungssoftware, die Open Source ist, also kostenfrei, die es auch in Deutsch gibt. Und da gibt es mittlerweile die Version 2.10.14. Und ich dachte mir einfach, ja, wenn es jetzt kälter wird und ich nicht jeden Tag oder jedes Wochenende auch rausgehen werde und fotografieren oder filmen werde, werde ich bei schlechtem Wetter mich mal vor den Rechner setzen und das ein oder andere zu GIMP erklären. Ziel ist es, du bist derjenige, der fotografiert mit einer Digitalkamera oder auch mit dem Handy, und du möchtest ein bisschen mehr aus deinen Bildern rausholen oder möchtest einfach von Farbe auf Schwarz-Weiß switchen, möchtest vielleicht einen Text einfügen oder möchtest das Format 16 zu 9 oder 3 zu 2, was die Datei oder das Foto dann hat, in ein anderes Format switchen. So eine Sachen will ich erklären, wie man die mit GIMP, was wie gesagt kostenfrei ist, relativ easy erstellen oder machen kann. Das ist das Ziel. Es geht nicht um GIMP danach perfekt zu beherrschen, sondern es geht darum, wie kann ich meine Bilder für Instagram, für meinen Blog, für Freunde nochmal so ein bisschen aufhübschen? Kann ich vielleicht meine Signatur unten ins Bild mit einpflegen? Wie passe ich die Größe an, damit ich das Bild vernünftig in einer vernünftigen Auflösung auch noch per Mail verschicken kann und. Um die Sachen wird es gehen. Und ja, ich würde sagen, lasst euch überraschen. Jetzt gehen wir mal von GIMP, von GIMP weg. Und zwar werde ich dir noch kurz zeigen, wo ich das Ganze dann präsentieren werde. Natürlich auf meinem Blog, dieeventfotografen.de. Ich weiß noch nicht, ob ich eine extra Kategorie machen werde. Oder ob das dann unter Allgemein oder Fotoblog läuft und man aber über die Suche, die ganz unten ist, einfach nach GIMP suchen kann. Und dort werden dann in Zukunft die Tutorials erscheinen. Im Moment ist hier nur mal ein älterer Beitrag, wo ich kurz mal GIMP erklärt habe, was überhaupt sich dahinter versteckt. So, natürlich, da wir ja mit Videos zu tun haben, wird es das Ganze auf meinem YouTube-Kanal, auch die Eventfotografen, auch geben. Dort werde ich eine neue Playlist erstellen, die sich dann GIMP schimpft und dort werde ich dann, das ist das erste Video, was ich dort hochlade, dort werde ich dann die einzelnen Tutorials mit einer kurzen Beschreibung auch hochladen. Also entweder gehst du über meinen Blog, Suche oder die einfache, Entschuldigung, die einfache Variante einfach meinen YouTube-Kanal abonnieren, denkt an die Glocke, weil sonst kriegt er keine vernünftige Info, dass was Neues kommt. In dem YouTube-Kanal geht es rein um Fotografie, Film, bisschen Technik. Also eigentlich ist es ein Abbild von dem, was ich auf der Webseite habe. Ja, also hier geht es auf der Webseite zum Beispiel heute, oder ja, heute habe ich ein Beitrag gepostet, da geht es um ISO. Was ist das überhaupt? Was kann man bei Schmuddelwetter treiben? Dann war ich am Wochenende unterwegs und habe in Berlin-Köpenick ein bisschen gefilmt. Jo. Also es geht so um allgemeine Themen, zum Thema Fotografieren, Film, welche Kamera ist die richtige, was ist APS-C, Crop-Faktor, Brennweite, Blende. Also du siehst schon, geht so um einige Sachen, ohne dass ich da immer extrem in die Tiefe gehe. Es geht darum, einfach mal die Sachen zu erklären, damit man weiß, was für Einstellungen man an der Kamera vornehmen kann. Ja, jo. Also es sollte jetzt nur mal eine kurze Info sein. Hier wird demnächst in Sachen GIMP einiges passieren. Und ich freue mich natürlich über Feedback. Ich freue mich über Verbesserungsvorschläge. Ich arbeite mit OBS, um das Video aufzunehmen. Und wenn du noch die ein oder andere Idee hast, was man verbessern kann, verändern kann, denn ich mache das auch das erste Mal, dass ich nicht nur den Bildschirm
aufnehme, sondern auch noch mit der Webcam meine Wenigkeit, so damit das Ganze ein bisschen persönlicher ist. Wenn ihr sagt, dein Gesicht brauchen wir nicht auch noch auf dem Bild, dann sagt mir das einfach, dann schmeiße ich es wieder raus. Jetzt bleib ich erstmal drin. Und ich hoffe, du hast viel Spaß damit. Und wenn Fragen sind oder du irgendwelche Sachen erklärt haben willst, immer rein in die Kommentare, entweder im Blog oder auf YouTube. Und dann gucken wir mal, was wir da entsprechend machen können. Jo, das war's. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Fotografieren. Und ich freue mich auf dein Feedback. Dein Stefan von dieeventfotografen.de. Tschüss!